Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Divinity Original Sin. Nachdem beim nächsten Mal der Subjon mit seinem unwiderstehlichen Charisma in zweimal Steinschere Papier vorangeschritten ist auf seinem Weg zur dunklen Seite der Macht, werden wir jetzt versuchen, einen Ork-Kadaver vor der Flut zu retten. Also, es ist wichtig, wir müssen Traditionen wahren. Ja, natürlich. Außerdem, was ist denn ehrenvoller, als wenn der Ork, ja? Der Brockner durch die Hand von einem wahren Krieger wie mir getötet wird. Das ist doch Ehre, ja? Ich helfe ihm. Feigling, der Spinnen für sich kämpfen lässt. Lächerlich. Bist du eine Spinne? Nur mein Schurke, der ist der wahre Kämpfer. Ach, erzähl dir, der Feigling. Der versteckt sich in den Schatten. Der ist einfach klug. Gut, weiter geht's. Oh, verfolgen wir ihn mal. Oh Mann. Na, war ja nicht weit weg. Oh, schön, wenn die hier fallen. So. Komm. Oh, Level 6 sogar. Ja, scheiß drauf. Der kann eh nichts. Na, frierst du ihn ein? Na klar. So. Krass, wie viel AP ich habe. Ich kann drei Dinge machen. Was? Drei Zauber. Boah, guck mal, der hat schon kein Leben mehr. Gott, die Masse ist schon tot. Oh, krass. Dann kann ich ja mal meinen neuen Zauber ausprobieren. Genau, der Sam hat sich auch einen neuen Zauber gekauft in der letzten Folge. Oh, du machst die Blitze. Aus. Du bist jetzt ein Sith Lord. Ja. Glückwunsch. Welches Element ist denn das? Luft. Das ist ja mein Top-Element. Aerotrop oder so. Ja. Na, dann macht ihr ihn tot, oder? Na, mal gucken. Kommt ja, klar, guck mal, der hat doch nichts mehr. Stufe 6 und kann nichts. Ja, komm ich auch mal hinter ihn? Oh. Yeah. Ork-Helm, Ork-Rüstung, nice. Ich kann nicht entschärfen, kann sie das? Nö. Ne. Ach stimmt, in der letzten Folge hatte ich der Heidi auch eine neue Fähigkeit gegeben. Hm. Die Präzisionshaltung. Mhm. Man kann leider nur eine Haltung von beiden machen, leider. Hey, wir sind ja direkt bei der Höhle. Schon. Ja, siehst du, war alles geplant. Ich wollte bloß unseren Weg mal ein bisschen verkürzen, ja? Kommt denn in diese Höhle? Ach, da muss man hier rum, oder was? Was? Hä? Nein, ah. Was denn? Weil hier liegen ja noch mehr Fallen. Ey, das gibt's ja nicht. Wie, bist du jetzt durch Fallen gelaufen, oder was? Mhm. Ich laufe einfach durch. Ah, mein Gott, bisschen verletzt hier. Ich kann mich erhalten, also. Oh, da ist ein Vogel. Stimmt. Kreist schon der Adler. Wo ist jetzt die Höhle? Aber war das auf die Höhle? Nee, die muss auf der anderen Seite irgendwie sein. Nee, das war hier der begrabene Ork. Oh, du hättest wahrscheinlich den Enthüllungszauber. Nein, oder? Das war der Ork. Da oben sind. Oh, verdammt. Oh, Fett. Welches Level ist der? 7. Okay. Ach, das interessiert auch nicht. Oh, ja, ich hab irgendwas. Furcht. Oh, das ist nicht gut. Er kann nicht kontrolliert werden und wird automatisch versuchen wegzulaufen. Na super. und deiner auch. Oh, toll. Ah, na toll. Herrlich. Na gut, beschwör mal hier mal eine Spinne. Das kann nur ein Futterspinne. Oh, da sind ja noch ein paar Orks im Hintergrund. Alter, wie viel sind das? 5 insgesamt. Na, da haben wir jetzt was zu tun. Ich hoffe, unsere Typen rennen weg. Da ist auch die Höhle. Ja. Ich hoffe, unsere Typen rennen nicht weg. Nee, die rennen ja weg. Das ist ja die Fähigkeit, glaube ich. So, ich dachte, es ist eine Chance, dass sie weglaufen. Ich gehe mal hier auf die so hin. Ja, das wird interessant. Oh, meine Spinne kommt jetzt ganz am Schluss. Sie überlebt das wahrscheinlich eh nicht. Oh Mann, was hat denn hier für Verteidigungswerte, ey? Wie, was für Verteidigungswerte? Wie, das war schon? Na, klasse. Oh, Regen. Nein, er ist geflüchtet. Oh, Blitz. Okay.
Oh, guck wie gut die, ob die Spinne es überlebt. Okay. Alter Schwede. Das wird ein interessanter Kampf, das muss ich mal zugeben. Ja, das stimmt. Ich werde mal versuchen, den Typen hier niederzustrecken. Was ist denn mit unseren beiden Heinis los? Die stehen jetzt rum wie Zombies, ey. Oh, betäubt, sehr gut. Oh, Mann, der hat echt eine Lebensleiste. Ja, na, das Problem ist, dass unsere beiden anderen Typen ja schön gebächt sind, wenn man so will. Ja. Vier habe ich dann noch. Mach mal mit den Fähigkeiten mal auf mich selber. Ja, stärk dich. Ich glaube, das ist ganz gut. er ist auch betäubt. Den Magier kriege ich nicht. Dann nehmen wir den hier erstmal. Oh ja, 53. Oh, ganz gut. Also. Bleibe ich hier mal stehen. Noch eine Runde dauert es, bis hier die Furcht weg ist. Okay. Von unseren beiden Typen. Oh, schöner Schuss. Hat der anscheinend noch nicht viel bewirkt. Hat 47 Schaden gemacht. Ja. Fast so wie ich mit Verstärkung. So, mehr kann ich hier nicht machen, okay. Ich kann mich aber bewegen, okay. Schade, dass ich nicht bis zu dem brennenden Fass schießen kann, glaube ich. Nee? Nee. Na, das würde auch nicht viel bringen, glaube ich. Aber ja, vielleicht schon. Einerseits es regnet ja und andererseits es regnet. Und da ist auch überall Wasser. Ja, ich gehe mal hier hin. Hier liegen auch überall tote Legionäre. So. Oh, ach mein, ich bin das dran. Gucken wir mal, ob wir den jetzt tot kriegen. Komm noch einmal. Und? Nein, der Wichs ist ausgewichen. Nein. Der Penner ist ausgewichen. Scheiße. Ich krieg die Krise. Scheiße. Oh, was beschwört der jetzt? Er heilt ihn. Nein. 50. Oh. Nicht getroffen. Oder einen will uns umrennen. Ja, das dauert erstmal eine ganze Weile. Ah, sehr gut. Auch schon wieder geheilt. Ah, der hat einen Trank genommen. Ach so. Man kann sich hier bewegen. Ja. Aber ich kann ja noch. Ich bin ja noch verstärkt und mal gucken. Nein. Na, nee, reicht nicht. Was ist dieses Mistvieh? Reicht und der nächste Schutz. Oh nee. Nö, dann spare ich einfach mal. Okay. Ich bewege mich hier mal für ein AP dahin und beende meinen Zug. Okay. Oh, danach dürfen unsere wieder. Sehr schön. Oh, jetzt geht's richtig los. Okay. Oh, das sind draußen tot. Sehr schön. Und du kannst sogar nochmal angreifen. Nice. Gott, sind sie endlich mal da, ey. Oh, ich freue mich schon, wenn meine Beitraut ihren Schuss ablassen kann, ey. Der wird hier so durchbingeln. Ja, das mit der Furcht war ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt ist das kein Problem mehr. Jetzt hat der Gegner keine Chance. Ich glaube, mit diesem anderen Ork entgegen, der hier rumläuft, so. Wow. Zack. Stimmt, du kannst ihn überraschen. Oh, mein Spinn ist schon mal dran. Mach ich mal den hier. Die sind auch Stufe 6, ey. 2000 Erfahrung für den Heini, so wahnsinnig viel, ey. Oh ja, ja, das lohnt sich halt. Oh, der Troller. Na, so, mach mal die Querschläger, würde ich sagen. Wobei, ich kann meine Angriffshaltung noch verändern. Und erhöht entweder die Trefferwahrscheinlichkeit oder den Schaden. Wobei, beim Querschläger erhöht sich ja trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas treffe. Ja, das deswegen mache ich jetzt die Angriffshaltung. Und Querschläger. Jetzt bin ich gespannt. Oh, den hier. Ja, schön. 49. Schön, schön. Und abgesprallt ist er auch noch. Und ich kann sogar nochmal angreifen. Nice. Und der ist da. Nice. Oh yeah. Nochmal 900 erfahren. Boah, Alter, wir nähern uns ziemlich stark mit dem nächsten Level. Ja. Aber wir kämpfen auch weit über unserem Level eigentlich. Ja, aber dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad natürlich relativ niedrig ist, ist es, denke ich mal, würde es erst knapp werden, wenn man so über 5 oder 10 Level höher ist. Ja, aber Gegner. Es gibt ja. Aber ich glaube, 20 ist das höchste, was ein Gegner hat. Ich glaube, Aru ist 20 und da hört es auch auf dann. Also siehst du, also wir dürfen uns jetzt auch nichts einbilden, ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt rausfinden, dass wir überkrass sind. Schön.
Oh, ich kann sogar nochmal. Sehr nice. Komm, machst du deinen Tod? Mm, ja, mal gucken. Krass, wie viele Sachen schon wieder rumliegen. wie viel Leben hat er? Kann ich nicht sehen. Dicke Lederstiefel, gehärtete Eisenrüstung, Eisen. Oh, ein Eichenflachbogen. Was ist denn ein Flachbogen? Gute Frage. Schon mal zwei Waffe. Könnte vielleicht noch ganz cool sein. Ja, ich mach es mal so. Er kratzt sich jetzt am Arsch. Er ist ungefähr so groß wie du, ne? Der liegt immer noch. Ja. Was machst du denn, ey? Oh, mal gucken, ob du den jetzt tot machst hier. Nicht genügend Aktionspunkte? Hä? Ja. Wieso? Ach, weil solche hinterhältigen Angriffe mehr brauchen oder was? Na, dann machen wir das jetzt. Okay. Wie geil war das denn? Der war gut jetzt. Hä? Nein! Hast du aus Versehen Leertaste gedrückt? Nein, er ist durch Wasser gelaufen, was noch unter Strom stand. Die Spinne ist jetzt quasi gelähmt. Oh. Das ist natürlich bitter. Ja. Ist sie jetzt noch in der Haltung? Ja, Angriffshaltung, genau. Nee, den kriege ich nicht. Zeig nicht, gehen die ja ran. Oh, ich wechsle mal meine Haltung auf Präzisionshaltung. Ja, was ist doch. Gehe ein bisschen näher ran. Schleicht ran. Schön. Na, kommt noch ein Angriff zustande? Nee. Also hat er nur noch einen. Sehr schön. Jetzt greifen die beiden Orks an. Aua, zack. Ja, der eine liegt doch. Ja, das stimmt. Oh, ich bin dran. Oh, 10 AP kostet der Angriff. Ja, den hier. Oder Stromgesetz. Ist das ein Elektroangriff, den ich da habe? Kann sein. Das ist ein Luftangriff. Achso, das ist ja Elektro quasi, oder? Ja. Dann geh ich mal runter und unterstütze und versuche den zu machen, oder? Ja. Das ist ja keine Männer. Ach, also. Nee, Quatsch. Ich positioniere mich schon mal, damit ich dann plündern kann. Ich denke mal, dein Schwugel wird das auch hinkriegen. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Voll, der muss ja nur noch einstechen auf ihn. Der liegt doch jetzt eh, der Typ. Das ja. Oh, da oben hast du sogar eine Truhe direkt bei dir. Naja. Soll ich auch schon mal durchplündern. Na, was denn, bis du da unten bist, hast du den anderen schon getötet? Wahrscheinlich. Ah, hab ich einen Zauberstab so gefunden. Wie kann ich das jetzt nicht nehmen? Hä, ich kann reingucken, ob ich es nicht nehme oder was? Hä? Wie dumm ist es? Ach so, wegen der. Ach, du bist dran. Ja. Sehr clever. No. Jetzt steht er wieder. Ja, siehst du. Kannst du direkt in den Arsch reinhämmern. Ja. Hast du noch AP? Wieso reicht denn das nicht? Ich hab doch noch. Hä? Wieso reicht denn diese AP nicht dafür? Bescheuert. Ja, das ist immer die Frage. Das ist echt merkwürdig. Das sind aber überall Fußabdrücke, sehe ich gerade. Ja, genau. Er hat sich umgedreht, ernsthaft? Ja, das sind diese Quick-Angriffe. Alter, Schiede. Du schaffst das unten schon. Du weißt doch hier, Loot. Ja, deshalb schön. Einfach looten, Mann. Also, mal ganz ehrlich, wir drei müssen hier oben alles wegrocken, während dein scheiß Schurke die Flucht ergreift, ja? Dann kann er da unten nochmal seinen Kampf selbst hinkriegen. Ist nur gerechtfertigt, ja? Wenn er es nicht hinkriegt, dann müssen wir ihn halt töten. Ganz einfach. Boah, 53. Heftig. Ja, ab im Arsch, Alter. Kannst du nicht mit deinem Charakter nicht zur Not hier den Typen wegteleportieren?
Ich weiß nicht, wie hoch die Reichweite ist. So. Cool. Oh, die Blutlache, ey. Und das Erste, was er macht, ist erstmal einsammeln. Was soll ich sonst machen? Ich bin ja nicht verletzt. So gierig. Na klar, oh, Befehle. Hey, du hast mal die Truhen geplündert hier, ja? Ja, es war aus der Gerechtigkeit. Und das Schöne ist, wenn ich mich heilen will, renne ich einfach durch Blut. Ach, ich bin ja schon geheilt, Mensch. Hier, ich heile mal deinen Typen hier. Ich hätte dich mal, ey, jetzt habe ich wenigstens mal einen viel besseren Zauberstab. Von 8 bis 13 Luftschaden auf 28 bis 46. 28 bis 46, das ist gut. Hey, du hast so eine Fernkampfwaffe. Dann gebe ich dir eine Fähigkeit deiner Tussi. Oh, das ist ja cool. Aber warte mal, eine Fernkampffähigkeit? Ja. Kann ich erstmal eh nicht einsetzen, also. Egal, aber da hast du es schon mal. Oh, die. Sehr gut. Du hast mir die Fähigkeit gegeben, die ich mir vorgekauft habe. Oh ja, sehr gut. Die ich nicht einsetzen kann. Also die ich schon einsetzen kann, aber nicht nutzen kann. Nett. Das ist natürlich sehr gut. Ja, auf alle Fälle. Ey, dann kann ich mal ein 1 wieder verkaufen. Hm. Ja, stimmt, wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt eigentlich noch? Oh, nur noch 1340 braucht mein Charakter. Nett. Und die Heidi nur noch 25. Ja, wie geil. So, achso, du brauchst noch Heilung. Ich glaube, die Folge können wir aber schon mal beenden, ne? War ja ein langer Kampf. Gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Der Kampf war wirklich interessant. Auf alle Fälle. Am Anfang sah es sogar weniger gut aus, witzigerweise. Das stimmt. Man muss wirklich zugeben, wir spielen ja wirklich auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, auf einfach. Ja. Und ich denke mal, auf Mittel wäre es schon echt schwierig geworden. Vor allem, weil dann unsere zwei Charaktere am Anfang noch ausgenockt waren. Wäre bestimmt interessant gewesen. Aber so können wir wenigstens sagen, wir haben die problemlos fertig gemacht. Das stimmt. Hat ja auch was. Aber wer will denn schon hier zugucken, während wir die ganze Zeit auf die Fresse kriegen? Richtig. Okay, dann sehen wir uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Cheerio. Bis dann. Ciao.